Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch mein schnelles Mittagessen von heute zeigen. Und zwar sind das Enchiladas mit Käse überbacken. Ganz einfach, ganz schnell gemacht und richtig, richtig lecker. Habt ihr Lust? Dann schaut weiter. Und das sind meine Zutaten. Hier habe ich meine Wraps, das sind 26 cm große. Dann habe ich Hackfleisch, ein bisschen Paprikapulver, Pfeffer, Salsasoße, Salz, geriebenen Käse, ich habe jetzt Emmentaler genommen, ihr könnt auch jede andere Sorte nehmen, zwei Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, eine halbe Dose Kidneybohnen, also sind es 200 Gramm jetzt bei mir hier, dann eine halbe Dose Mais, saure Sahne ist noch bei mir mit drin, ihr könnt auch Joghurt nehmen anstelle von saure Sahne, dann habe ich noch gehackte Tomaten, Tomatenmark und eine Paprikaschote oder eine halbe, je nachdem wie ihr das mögt. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie schnell das geht. Und anfangen tue ich wieder mit meinen Zwiebeln. Die werde ich jetzt einmal schälen und fein würfeln. Die Zwiebeln sind fertig. Jetzt noch die Knoblauchzehe einmal schälen und dann reibe ich die ganz fein. Ihr könnt die auch klein hacken, das geht genauso, oder klein schneiden. Wer kein Knoblauch mag, lässt es wieder weg. Knoblauchzehe ist auch fertig. Jetzt gebe ich ein bisschen Öl in die Pfanne. Und brate jetzt schon mal meine Zwiebeln und mein Hackfleisch krümelig an. So, ich habe jetzt hier 250 Gramm Hackfleisch mit reingegeben und jetzt wird das krümelig angebraten. So, und während das brät, kann ich gerade noch mal meine Paprika hier putzen und in Würfel schneiden. Die ist natürlich jetzt sehr groß, ich glaube, ich nehme da auch nur eine halbe von. So, die Paprikas habe ich auch geschnitten. Und währenddessen ist das hier auch ein bisschen brauner geworden. Das ganze Rezept findet ihr wie immer unter dem Video, wenn ihr auf mehr klickt. So ist genau richtig. Jetzt gebe ich hier meinen Tomatenmark rein und brate das auch noch mal mit an. Ich nehme so 2 Esslöffel da mal mit rein, einmal so noch einmal durchrühren und mit anbraten. So, ich habe gerade das Hackfleisch noch einmal rausgenommen, weil ich gerne die Paprikas noch einmal mit anbraten möchte. Wer das nicht machen möchte, die ein bisschen knackiger haben will, der braucht das nicht. So, also die auch noch einmal kurz anbraten, eventuell noch mal einen Schuss Öl rein, einen kleinen. So. So, wenn die Paprika so ein bisschen angebräunt sind, dann können wir weitermachen. Und zwar gebe ich dann wieder das Hackfleisch dazu. Dann kommen meine stückigen Tomaten da rein. Und auch der Mais kommt rein. Und die Kidneybohnen gebe ich rein. Genauso der Knoblauch kommt auch mit rein. So, und wenn alles drin ist, dann wird jetzt gewürzt. Und zwar nehme ich 1 Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer, einen guten Teelöffel Paprikapulver, meine Salsasoße gebe ich auch mit rein. 1, 2, 3, 4 bis 5 Esslöffel. Und dann rühre ich das Ganze erst einmal um. So, meine Pfanne ist soweit fertig. Ich habe das abgeschmeckt. Und jetzt geht's weiter. Ich brauche noch ein bisschen Soße für obendrauf. Und zwar nehme ich mir hier, ja, ich denke mal so 4 Stück einmal raus. Dann nehme ich noch ein bisschen Salsasoße. Ihr könnt, wie gesagt, Joghurt nehmen. Ich habe jetzt saure Sahne genommen, auch Schmand ist möglich. Und dann gebt ihr hier noch ein bisschen von der Salsasoße rein. Ich nehme hier noch mal so 2 Esslöffel voll.
Ihr könnt ja auch noch mal passierte Tomaten reingeben, das geht genauso. Ich rühre es jetzt einmal ein bisschen um, weil das streiche ich gleich oben auf die Enchiladas oben drauf, damit die nicht so trocken werden. So, und jetzt geht's eigentlich schon ans Füllen und da ist die meiste Arbeit schon getan. So, jetzt gebe ich hier meine Masse auf meine Teigfladen. Gebe hier noch mal so einen kleinen Klecks jeweils drauf. Wer mag, kann hier auch noch mal Salsasoße drauf machen, je nachdem, wie scharf ihr das mögt. So, und dann rolle ich das einfach ein. Und lege das in eine Auflaufform. Na, wenn man es so voll macht wie ich, ist das ein bisschen schwieriger. Wenn ihr könnt, könnt ihr das Ganze einmal auf die Naht legen. Müsst ihr aber nicht, geht auch so. Ich roll's jetzt ein bisschen zur Seite, dann liegt es halt drauf. So, die anderen genauso füllen und in die Auflaufform geben. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch schon ein bisschen Käse noch drüber machen. Aber auch das muss nicht sein, je nachdem, wie ihr es möchtet. So, ein paar Kleckse wieder drauf und wieder aufrollen und ab in die Form. Also bei mir wären es jetzt 5 Stück, 5 große. Fettet vorher bitte die Form ein, das habe ich ganz vergessen euch zu sagen. So, und damit das jetzt nicht so trocken wird, gebe ich jetzt diese Masse hier oben drauf. Ihr könnt ja genauso gut passierte Tomaten drauf geben oder Tomatensoße, wenn ihr noch irgendwas über habt. Das geht auch ganz klasse. Und jetzt gebe ich das Ganze in den Backofen. Bei 180 Grad Umluft, so circa 10 Minuten erstmal. Und dann gebe ich den Käse oben drauf für die letzten 10 Minuten. So, und jetzt nach 10 Minuten nehme ich es gerade einmal noch raus. Und jetzt kommt Käse oben drauf. Also 200 Gramm Käse solltet ihr schon oben drauf geben. Meins war ein bisschen wenig, darum habe ich jetzt auf einmal auch eine andere Mischung, wie ihr seht. Aber ich liebe Käse und ich finde, das passt auch ganz gut drauf. So, und jetzt kommt es wieder zurück in den Ofen. Das sollte gleich alles einmal schön braun und knusprig geworden sein. So lange muss es in den Backofen. So, und jetzt ist es fertig. Total lecker, sieht schon mal aus. Und ich sag euch, es ist auch lecker. Ganz einfach, ganz schnell gemacht. So, und das ist es jetzt. Ganz schnell, ganz einfach, super vorzubereiten und richtig lecker. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da oder auch einen Daumen. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Claudia. Und so sieht sie von innen aus. Meine Form war jetzt ein bisschen vollgestopft, ansonsten kriegt man sie ganz gut raus. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis bald!